Maurice, die Fliegenpilzgrube. Diesmal sind wir wieder im Syro-Deal und diesmal ist Verstärkung dabei. Zum einen der Jesse und zum anderen der Werner, die meine zwei Nachtklingen. Grüßt euch, Leute. Hoho zusammen. Und dann werden wir uns mal hier ganz schnell durchschneiden durch die Instanz. Ziel ist natürlich wie immer Himmelsscherbe, Erfolg und das Ganze in einem angemessenen Tempo. Der Nervenkitzel an Syrodil ist ja eigentlich immer, dass man auch in so einem scheiß Verlies hier auch feindliche Spieler treffen kann, ne? Ja, die Himmelsscherbe ist schon mal recht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Boss ist hier. Hier lang müssen wir. Schlange. Wir hätten natürlich auch runterspringen können, aber. Ich glaube, der Boss ist unten. Ja, einen Kurs. Ah, die Himmelsscherbe ist, glaube ich, auch unten. Unter Hüften. Hier ist wieder eine Rune. Ein Ruckler, ein Böser. Also Syrodil ist manchmal echt schlimm. Das ist gerade am Wochenende jetzt. Ein neues Buch entdeckt. Au! Macht den Jesse jetzt hier? Aber auch gar nicht Jesse. Ey, ich hab doch geblockt. Ach, hier unten. Man macht uns wieder den Köter. Wie ist das jetzt eigentlich, Werner, wenn du ein Werwolf gestaltet bist? Würde ich jetzt einen Ball werfen, würdest du wegrennen, oder? Werner? Ach, denn sein Mikro geht wieder nicht. Jetzt da. Ich sage, wie ist das eigentlich, wenn du ein Hund gestaltet bist? Das ist doch ganz komisch, ne? Wenn du jetzt auf den Gegner dran bist und ich würde jetzt einen Ball werfen, würdest du den Ball hinterher rennen, oder? Das wäre schlecht, gell? So, ui. Oh, da oben ist er. Hauptmann Roreles. Unser Boss 100k live. Heißt es. Runter zu prügeln. Also damit zu dritt sind, mache ich jetzt keine Angst hier. Ich denke einfach Trash. Bam. Und da geht die Party los. Und bevor er überhaupt irgendeine Aktion macht, ist er down. So sieht es nämlich aus. Aber Erfolg gab es noch keinen, also haben wir noch einen Boss vor uns. Hier hinten ist noch einer, oder?
Das hier sieht aus wie Boss, Leute. Guckt mal hier hinten. Nach Norden. Guckt mal nach Norden. Oder folgt mir einfach unheimlich, heimlich. Wenn ihr hier einen Boss irgendwo habt, sagt mir Bescheid. Hier ist ein Nameth, der General Virane. Bei mir, Leute. Hier bringst du doch halt mit. Na dann. Oh, der ist schon eine harte Nuss, ne? Der hat jetzt 100k mehr, ne? Uiuiui. Ja gut, wenn er alleine reinkommt, fast mit dem zu tun, ne? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, wir hätten so noch eine Kiste. Ne? Warte, ich guck mal, ey. Aber Erfolg gab's immer noch nicht. Oder gab's bei euch einen Erfolg? Gibt immer noch nicht. Also, was sagt uns das? Hat sich irgendwo noch irgendeiner versteckt. Ja, war da hinten, war ja die Himmelsscherbe, die müssen wir noch holen. Ja, oh, hier hinten ist noch ein schwerer Sack, Leute. Ach, okay. Ach ja, stimmt, das ist ja in den normalen Dings ist das ja nicht so da. Oder kann das jeder looten? Habt ihr den auch gelootet? Was denn? Manchen Sack? Ja. Nee, der war weg. Ja. Muss einer. Na, dann müssen wir es abwechselnd machen. Übrigens, dieser Hauptmann ist wieder da. Was ist denn hier mit ihm? Ach so, er ist gar nicht da. Er hat sich verblendet. Sehr gut. Und jetzt gibt's göttliche Fügung in Form von einem Fertigkeitspunkt. Also, ach hier, ich denke mal links, links hier, links, links, links hier in dieser Kammer. Oh, was jedes Mal denke ich. Hier könnte noch was sein. Was ist das Leuchtendes? Hier ist noch eine Kiste. Mach die mal einfach auf sonst. Hier ist wieder der X-Men ist zu gierig. Hat noch keine Kiste gehabt? Jesse hat glaube ich noch keine, oder? Jesse, hast du schon eine Kiste? Mich interessieren im Moment eigentlich mehr die Fertigkeitspunkte und Errungenschaften. Ja, genau. Deswegen. Was ist denn hier? Wir haben doch. Was? Kann doch nicht wahr sein, dass wir jedes Mal. Ach, hier oben ist auch noch so eine große Kammer, sehe ich gerade, Leute. Ja, da oben ist glaube ich noch. Aber da sind wir doch durchgelaufen. Oder? Ne, hier links oder was? Keine Ahnung, ich weiß da auch nicht. Ich blick da ja nicht durch. Was ist hier? Nix. Einmal nix. Na gar nichts. Das ist eine Nervscheiße, das sag ich ja. Jetzt könnte also der zweite Boss kommen. Bam, bam, bam. Hier hinten liegt der andere Boss noch rum. Da war ja auch nichts, oder? War da noch was? Nee, war. Ja, Urne. Nur eine Urne. So, na gut, da müssen wir mal links rum. Immer schön links halten. Links hier lang. Da ist auch so eine Kammer gewesen. Da haben wir bestimmt einen Boss übersehen. Bam. Das komische ist, dass die gar nicht spawnen hier, siehst du es? Normalerweise spawnen die doch wie verrückt. Aber hier ist nichts da. Aber hier ist doch die Kammer. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nee. Hier ist noch eine Rune. Ich hab grad Leck oder irgendwas. Oh, was ist denn das? Wir haben ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir die Scheißdinger nicht abgeschlossen kriegen.
Boah, was ist denn hier los? An jedes Mal an derselben Stelle. Okay, die Gegner mehr gespawnt hier. Bleibt das wieder unerledigt oder was? Gibt's da gar nicht. Zero D ist echt schlimm. Die Hälfte aller Verliese sind total verpackt. Da sind wir ja raus, hier geht's ja raus. Ach, ist das eine Scheiße. Oder hatten wir noch eine Etage hier oben drüber? Hatten wir noch eine Ebene? Hier war ja nichts, ne? Hier ging's ja bis raus, oder? Na, hier könnte vielleicht noch ein Boss sein. Dass wir hier irgendwie übersehen haben. Was ist das hier? Ach so. Das sind Spinnen. Hier drüben sind Spinnen. Hier ist der Ausgang. Hier ist noch eine Spinne. Mit paar 70.000 gewesen. Ja, da ist es doch. Das muss es doch gewesen sein. Schreckensbiss. Ja, das war unser Boss. Ich habe auch trotzdem keine Errungenschaft. Ja. Ist ja noch einer. Müssen wir oben noch mal gucken, vielleicht haben wir da was übersehen. Oh, da geht's dann schon bald raus, ne? Das ist zum Kotzen, ey. Kriegst die Dinger nicht abgeschlossen. Mach, hier ist der Ausgang. Ah, da müssen wir es halt so stehen lassen. Nützt ja nichts. Schade ist es, egal. Aber... War hier rechts nicht noch was? Rechts? Was war denn rechts? Ja, rechts ist doch nichts. Du kommst doch bis runter. Werner. Guck mal, ja, Werner, guck gleich mal die Räume ab, ob da noch irgendwo jemand ist. Aber. Aber wir kommen ja wieder runter. Da hat sich nichts geändert. Das ist scheiße. Ich weiß gar nicht, was ist denn das hier? Hauptmann gehabt, aber das war... Der hat ein bisschen mehr K gehabt. Okay, stirb. Auch noch nichts. Naja, da lassen wir das so stehen. Wir haben die Himmelsscherbe. Bevor wir ja sinnlos Zeit verschwenden. Das ist doch Quatsch. Es gibt doch eigentlich Punkte, oder? Was gibt Punkte? Wenn man die Errungenschaft abschließt. Ja, na klar, das gibt du. Naja, die Errungenschaft halt, ich weiß. In Summe gibt es dann wieder eine neue Errungenschaft und so weiter. Das, ja, da müssen wir das dann halt mal separat machen. Müssen wir halt nochmal die ganzen Verliese abformen, wenn es dann soweit ist. Ja, und dann langsam einen Boss erwischt, was. Na, ich denke, wir lassen es an der Stelle erstmal stehen und dann zur Not hauen wir noch einen Part rein mit einer zweiten Folge von dieser Instanz und dann kriegen wir das vielleicht abgeschlossen. Gut, während Werner hier noch mit rausrennt, gehe ich jetzt hier raus und mache an der Stelle einen Break und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut.